wenn du sowohl von zu Hause aus als auch aus der Schule auf Dateien zugreifen musst, so kannst du natürlich einen Speicherstick mitschleppen. Ich bevorzuge mittlerweile eine sogenannte Cloud-Lösung, also eine Lösung, wo meine Daten eben im Internet lagern. Die bequemste ist im Moment wahrscheinlich Dropbox. Es ist ein Gratis-Angebot, das dir, soviel ich weiß, 2 GB Speicherplatz zur Verfügung stellt. Der lässt sich allerdings dann vermehren, wenn du weitere Mitglieder dazu gewinnst. Sie ist sehr schlicht gestaltet. Über Anmelden kannst du dich mit E-Mail und Passwort anmelden, falls du schon einen Account hast. Ansonsten klickst du auf Konto erstellen und musst noch zusätzlich den Vornamen und Nachnamen angeben, um eben auf dieses Angebot zugreifen zu können. Ich jetzt aber melde mich an. Du siehst, ich habe hier schon ziemlich viele Daten drin, alles versorgt in Ordnern und ja, die Benutzung ist eigentlich denkbar einfach. Du kannst Dateien, die hier lagern, runterladen. Kannst sie bearbeiten und die bearbeitete Version einfach packen und wieder in dieses Fenster reinziehen und schon wird sie ersetzt. Du siehst, jetzt ist die aktuelle Version drin, die wurde von vor einer Sekunde aktualisiert. Ich gehe wieder zur Übersicht. Ich möchte dir ein paar spezielle Ordner zeigen. Toll ist dieser Public-Ordner. Alles, was hier drin ist, lässt sich ganz einfach teilen. Mit öffentlichen Link kopieren bekommst du einen Link, den du per Mail verschicken kannst und diese Person kann dann diese Datei herunterladen. Ist also die ideale Möglichkeit, um riesige Dateien mit anderen Leuten auszutauschen, die eben per Mail sich nicht verschicken lassen. Große Bilder, Filme oder lange PowerPoint-Präsentationen lassen sich so sehr gut von einer Person auf die andere übertragen. Dann kannst du auch einen ganzen Ordner mit anderen Leuten teilen. Wenn du diesen Ordner bzw. diese Zeile auswählst, bekommst du hier oben die Option zu Ordner einladen und hier kannst du eine E-Mail-Adresse eingeben und künftig haben also alle eingeladenen Personen die Möglichkeit, in diesen Ordner Dateien reinzuladen oder eben rauszunehmen, zu ändern, umzubenennen und so weiter. Das ist also quasi euer gemeinsamer Ordner und das ist ideal, um eben in einer Gruppe auch verteilt über die ganze Erdkugel an gemeinsamen Dateien zu arbeiten. Das lasse ich jetzt aber stehen. Du siehst, es gibt auch die Facebook-Integration. Ein letzter Ordner, den ich sehr toll finde, möchte ich dir noch zeigen. Das ist der Ordner Fotos. Alle Fotos, die du hier reinlegst, die werden automatisch als Galerie dargestellt. Wenn du hier diese Option wählst, Galerie, ich finde es recht hübsch gelöst. Man kann dadurch die Bilder hindurch zoomen und vor allem sehr toll ist, du kannst diesen Link kopieren und jedermann, der diesen Link bekommt, der hat die Möglichkeit, die Bilder anzuschauen und vor allem eben auch in voller Größe herunterzuladen. Ja, das sind so die wichtigsten und tollsten Funktionen fürs Erste. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Arbeit mit Dropbox. Solltest du eine Datei mal versehentlich gelöscht haben oder vielleicht auch nachträglich Fehler reingeschrieben, die du wieder rückgängig machen möchtest, so kannst du das problemlos machen, weil eben Dropbox alle Versionen des letzten Monats in der Basisversion gespeichert werden.
Die frühen Versionen findest du, wenn du so eine Datei auswählst und zwar nicht auf den Link klickst, sondern einfach in diese Zeile, in der diese Datei liegt und dann über mehr frühere Versionen, da wird dir gezeigt, wer was wann daran gemacht hat. Also auch in geteilten Ordnern, wo verschiedene Leute daran arbeiten, könntest du also einen Fehler, der ein Kollege von dir gemacht hat, wieder rückgängig machen. Nichts ist verloren. Und mit Wiederherstellen wird diese alte Datei wieder zurückgeholt. Für mich bei weitem die tollste Funktion von Dropbox ist aber die Integration ins Betriebssystem. Auf der Dropbox-Seite kannst du das Programm herunterladen und es entsprechend installieren. Auf dem Mac landet es wie üblich im Programmeordner und wenn du es das erste Mal startest, so musst du dich einmal anmelden mit deinem Benutzernamen und Passwort und künftig hast du im Mac in dieser Menüleiste dieses kleine Symbol mit einem grünen Haken, das heißt, jetzt ist es fertig mit Synchronisieren. Alle Dateien, die du hier auf dem Computer hast, sind auch aktuell im Internet vorhanden. Beim PC ist es unten rechts dieses Symbol. Und so funktioniert's. Über Dropbox-Ordner öffnen, kommst du zu diesem Ordner im Finder bzw. im Windows Explorer, wenn du Windows-User bist. Und hier hast du sogleich Zugriff auf all deine Dateien. Alles, was du hier reinziehst. Du siehst, es gibt kurz ein Wechsel des Symbols und schon wieder den grünen Haken, das heißt, diese Datei ist aktuell. Wenn du diese Datei umbenennen willst, so geht es einen Sekundenbruchteil und schon ist sowohl im Internet als auch auf deinem Computer diese Umbenennung vollzogen. Und so bist du natürlich noch viel schneller, du musst also nicht immer ins Internet. Leider funktioniert diese Funktion nur auf einem persönlichen Computer, nicht auf einem Serversystem, wie wir sie an unserer Schule haben. Aber alle weiteren Funktionen, wie Dateien freizugeben im Public-Ordner, funktionieren auch hier über den Rechtsklick öffentlichen Link kopieren und du kannst diese Datei per Mail versenden bzw. den Link zu dieser Datei. Und genauso siehst du im Rechtsklick in diesem Kontextmenü, dass du dir die früheren Versionen anzeigen kannst. Das passiert aber nach wie vor über diese Dropbox-Website. Also hier wirst du einfach automatisch zur entsprechenden Seite im Web verwiesen. Ja. Das also Dropbox mit der Systemintegration.